Hallo und herzlich willkommen zu diesem Diese Dad Video auf meinem Kanal. Heute im Europäischen Parlament. Genau. Zusammen mit Timo Wölken, den ihr bestimmt kennt von der Upload-Filter-Diskussion, von seinem Kanal Timo Wölken natürlich. Du warst sehr präsent im Wahlkampf und hast viel informiert und auch viel Lob und Resonanz dafür bekommen. Ich habe auch Kommentare gelesen dann nach der Wahl. Mensch, schade, wir fanden dich so toll, ne? Aber am Schluss hat die SPD trotzdem weniger als die Partei bekommen. 9%? Bei den unter 30-Jährigen. Ja, genau, so. Bei den unter 30-Jährigen, ja. So, da das sind ja ganz, die, wo du ja auch eigentlich so viel Anerkennung und Lob bekommen hast. Bist du da enttäuscht gewesen? Natürlich, also es ist schon ein krasses Alarmzeichen zu sehen, dass wir als SPD, aber auch die anderen, die CDU zum Beispiel auch, bei jungen Menschen so eine schlechte Zustimmung haben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn wir die drängenden Fragen von jungen Menschen nicht adäquat beantworten und sie nicht denken, dass wir sie ernst nehmen, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass man nicht gewählt wird. Insofern kann ein toller YouTube-Kanal oder tolles Twitter- oder Instagram-Profil nicht wegmachen, wenn du keinen Inhalt hast. Die Grünen haben natürlich die Gunst der Stunde gehabt, letztendlich mit dem Thema Klimawandel. Ja. Das ist ihre Marke schon seit langem. Was ist die Marke der SPD, beziehungsweise was hat sie für die Jugend im Gepäck? Also die Marke der SPD ist immer noch die soziale Gerechtigkeit. Und ich finde, was wir nicht geschafft haben zu transportieren in der Wahl ist, dass der Klimawandel eine zutiefst soziale Frage ist. Also die Frage, wie wir den Klimawandel abfedern, wie wir ihn verhindern, dass die Maßnahmen dazu sozialverträglich sind, gerecht sind, niemanden übervorteilen, das ist die zentrale Frage dabei. Und wir haben hier im Europäischen Parlament, glaube ich, auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gute Klimaschutzpolitik gemacht. Und es ist uns nicht ausreichend gelungen zu differenzieren, dass wir auf europäischer Ebene zusammen mit den Grünen hier progressive Politik gemacht haben. Und anders als es zum Beispiel auf Bundesebene ist, da sind wir nochmal in einer großen Koalition. Wir haben jetzt so eine relativ radikale Stimmung und radikale Haltung zum Klimawandel. Das heißt, ihr habt jetzt alle immer gesagt, wir müssen den irgendwie wirtschaftlich verträglich gestalten oder die Kumpel müssen gerettet werden. Oder das Problem ist, dass du und andere auch glauben, es ginge uns um die wirtschaftliche Verträglichkeit. Mhm. Mir geht es um die soziale Verträglichkeit. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass jemand mit einem geringeren Einkommen trotzdem noch seine Heizkosten bezahlen kann, trotzdem noch seine Stromkostenrechnung bezahlen kann. Das ist die zentrale Aufgabe. Hallo Timo, wir haben jetzt ein paar Monate oder Wochen nach unserem letzten Gespräch in Brüssel und ich wollte bei ein paar Punkten nochmal einhaken. Der Klimakompromiss der GroKo, ist das jetzt so das, was du dir vorgestellt hattest? Nein, das ist es nicht. Also man muss eins deutlich sagen, es sind einige Schritte unternommen worden, die vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen wären. Zum Beispiel mehr Investitionen in die Bahn, das Bahnfahren günstiger machen. Zum Beispiel auch die Einführung eines CO2-Preises, ja, oder aber ein Klimaschutzgesetz mit festen Zielen. Die Ministerien sind dann ja auch verpflichtet, wenn in ihrem Bereich die Ziele nicht eingehalten werden, Maßnahmen vorzulegen, um das dann doch noch sicherzustellen. Das wäre vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen. So. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu wenig, um das Ganze sozial auszuschalten, um auch einen echten Systemwandel hinzubekommen, hätte man ja diesen Umweltbonus einführen müssen oder die Umweltdividende. Das heißt, die Einnahmen, die der Staat hat aus dieser CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung, die zurückzahlen an die Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht passiert und deswegen bin ich sehr unzufrieden mit dem. Du hast es ja auch in deinem letzten Wort zum Sonntag schon ein bisschen auseinandergenommen. Das dürft ihr gerne dort nachschauen bei ihm. Eben, dass die soziale Komponente fehlt, die Pendlerpauschale in die falsche Richtung geht und Windenergie. Da bräuchte man andere Maßnahmen, um die ein bisschen auf den Weg zu bringen. Ne? Wenn ich mir anschaue, dass dieses Jahr kaum noch neue Windkraftanlagen in Deutschland onshore gebaut wurden und damit jetzt eine ganze Branche auch zerstört wird, also das Gleiche passiert mit der Solarenergie, dann wiederholen wir gerade den gleichen Fehler. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass onshore noch viel mehr passiert. Ja. Viele, sage ich jetzt mal eher aus dem grünen Lager, sagen, das ist alles viel zu billig. Da kann gar nichts entstehen. Das müsste eigentlich viel teurer sein, sagst du ja auch. Und gleichzeitig sagst du aber, dass die soziale Komponente fehlt. Also für wen müsste es denn teurer werden? Also am Ende des Tages kostet Klimaschutz bei demjenigen, der CO2 emittiert, eben mehr. Sonst hat man ja nicht eine Änderung des Verhaltens. Das ist so. Menschen, die wirtschaftlich schwach sind und deswegen vielleicht hoch belastet sind durch den CO2-Preis, aber gar nicht so viel CO2 emittieren, weil sie zum Beispiel in einer kleineren Wohnung wohnen und gar nicht so viel heizen müssen,
weil sie vielleicht ein kleines Auto fahren, können dann aber durch den Klimabonus sozusagen vielleicht sogar Plus machen. Kommt darauf an, wie man ihn ausgestaltet. Ich finde, dass es sich alles sehr auf den privaten Menschen bezieht und auf sein Verhalten, also wie er Auto fährt und fliegt und Bahn fährt und so weiter. Das ist ein kleiner Teil des Spektrums. Ja? Da gäbe es so viele andere Themen, über die man eigentlich reden müsste, wenn man dieses große Ziel erreichen will. Und davon höre ich ja gar nichts. Woran liegt es? Also das Klimapaket ist ja tatsächlich ein Maßnahmenpaket, um die CO2-Reduktionsverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Europäischen Union einzuhalten. Dafür ist das Klimapaket da. Da geht es gar nicht um das große Ganze, sondern tatsächlich um die Einhaltung der Vorgaben aus der Europäischen Union und damit auch am Ende des Tages um echt viel Kohle. Denn wenn die CO2-Einsparziele nicht erreicht werden, muss Deutschland ja an die Europäische Union Milliarden Strafen zahlen. Dieses Geld können wir dann in der Tat besser benutzen, um die Bahn auszubauen, um Ladeinfrastruktur zu schaffen. Also willst du sagen, dass die größeren Sachen, die mir teilweise auch fehlen, sind Dinge, die die EU eigentlich regelt? Ja, exakt. Also klar ist doch, Klimaschutz ist meiner Meinung nach das Paradebeispiel für europäische Zusammenarbeit. Nimm den Industriebereich. Wenn ein Land jetzt anfangen würde, eine CO2-Abgabe für die Industrie einzuführen, dann würde die A abwandern in andere europäische Länder. Oder aber Industrie aus den Ländern würde günstiger herstellen können. Und dann haben wir nichts gewonnen. Wenn wir das jetzt in einem gemeinsamen Binnenmarkt entscheiden, dann haben wir schon mal einen großen Wirtschaftsraum, wo die gleichen Bedingungen gelten. Und wenn wir das dann auch noch ergänzen mit einer CO2-Grenzabgabe, wenn wir Produkte importieren aus Ländern, die keine Abgabe auf CO2 haben, dass wir das dann den Wettbewerbsvorteil sozusagen durch einen Zoll ausgleichen. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich eine europäische Aufgabe ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass ihr ja einen Parteivorsitzendenpaar eigentlich sucht. Du hattest es sehr positiv gesehen, dieses Verfahren. Du hast bestimmt auch schon die Kandidaten alle kennengelernt und Kandidatinnen. Werdet ihr jemanden finden? Ja, also ich finde es richtig gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, was eine echt gute Entscheidung war, ist, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Doppelspitze wählen, dann müssen die Menschen sich vorher finden und vorher als Team, als Duo antreten. Die bilden wirklich so die ganze Bandbreite, glaube ich, der SPD ab. Jung, dynamisch, Regierungserfahrung dabei oder wie Gesine Schwan, professoral, sehr vorausschauend, mit einer großen Vision. Ich glaube schon, dass wir mit dieser breiten Vielfalt tatsächlich einen ganz guten Querschnitt durch das Angebot der SPD haben. Und du meinst auch nicht, dass zwangsläufig am Schluss Olaf Scholz Vorsitzender wird, weil ihn einfach am meisten kennen? Klar ist, auch wenn bei den Regionalkonferenzen sind ja 23 Stück, im Schnitt 1000, das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, dann haben ihn 23.000 von 480.000 Mitgliedern waren sozusagen dann auf einer Konferenz. Es ist ein verschwindend geringer Teil. Und natürlich kann das dann sein, dass ein Kandidat, der sozusagen aus Funk und Fernsehen bekannt ist, einen Vorteil hat. Andererseits wird es, glaube ich, auch sehr wichtig sein, wie sich die Arbeitsgemeinschaften positionieren, also die Jungsozialisten, die AG 60 Plus zum Beispiel, die Selbstständigen. Das kann den Mitgliedern dann natürlich auch eine große Orientierung geben. Bist du dann Parteivorsitzender? Wirst, warten wir halt noch ein bisschen. Erstmal bin ich ja hier. Die Wechsel gehen ja schnell, ne? Ich habe hier auch einen ganz spannenden Job. Vielen Dank, dass du dir auch jetzt wieder Zeit genommen hast, nochmal für dieses Nachgehakt. Ich hoffe, euch hat dieses Interview, dieses zweiteilige Interview gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Liked, abonniert und kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Euer Diesel Dad.